Hallo Reptilienfreunde! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich bin Sven. Hier ist mein Kameramann Even. Hallo! Hier ist Woody. Ja, wenn ihr nicht wisst, worum dieser Kanal hier geht, es ist eine komplette Baudokumentation von unserem Ganzglas-Terrarium hier als Raumteiler für später mal Warane. Von Anfang bis Ende Planung bis jetzt, wo wir hier sind. Ja, wer da Interesse hat, mal so einen Schritt zu sehen, wie wir was gemacht haben, von Beleuchtung, von Belüftung, von Beregnung, von Zusammenbau, Styropor, alles, was man sich vorstellen kann. Wir haben hier oben unsere Playlist, da könnt ihr mal reinklicken und schön wäre es, wenn ihr auch ein Abo da lasst. Und ein Like. Und ein Like. Das und die Glocke aktivieren. Und die Glocke aktivieren, das würde uns sehr helfen und freuen. Ja, wo geht's heute? Unverhofft, ne, wie ihr gerade im Intro gesehen habt, geht es um die Verkleidung von unserem Licht- und Technikkasten, ne? Also folieren. Ja, wie sind wir dazu gekommen? Wir haben das glorreiche Glück in unserem Bekanntenkreis, ein paar Grafikdesigner, die auch eine große Druckanlage betreiben, zu haben, die gesagt haben, Mensch des Kinders, da kann man doch was draus machen. Dann war natürlich die Frage, was macht man da? Soll da ein Himmel gemacht werden, also blaue Wolken, das war so mein Plan. Und da kamen meine Bekannten auf die Idee, Mensch, lass uns das doch so machen, als wenn man von unten in das Dschungeldach guckt. Und ja, dadurch, dass durch die Bauweise, gucken wir mal, ist ja sowas hier rausgekommen. Ich brauche ja zwei große Felder und mehrere kleine Felder. Und aus dieser ganzen Geschichte sind meine Bekannten, ich schnappe immer schnell die Kamera eben, dann ist das einfacher, auf eine Idee gekommen. Also hier nochmal ganz kurz, das war so das, was ich brauchte. Warum? Klar, jeder, der hier so das Ding kennt, ich habe die beiden großen Felder und habe jeweils ringsherum die kleinen Felder, bedingt durch den Alurahmen. Ja, und dann haben die beiden quasi dieses Design entworfen, haben in der Mitte die hellen Punkte gelassen, weil da liegt ja meine LED. Das bedeutet, von da kommt das Sonnenlicht durch. Der Rest wird umgeklappt, haben wir das schön nummeriert und haben wir das auf wasserdichter Folie, hier sind die Restecken, können wir schon mal einmal gucken, auf wasserdichte Folie ausgedruckt, hier in den Rollen schön beschriftet. Ja, und ich denke mal, das Ergebnis habt ihr am Anfang ja schon mal gesehen. Jetzt heißt es für uns beide erstmal, ja, egal, wir demontieren jetzt alles wieder, die Belüftungsanlage. Ich demontiere hier den Sunstrip 35 von Solar Raptor. Ne, wer wissen will, was ich hier für Beleuchtung verbaut habe, klickt einfach oben in unsere Playlist. Da ist alles verbaut. Da könnt ihr gucken, wie es gemacht wurde. Ich demontiere hier meine ganze Lüfteranlage, nochmal die ganzen Fühlerkabel. Die Beregnungsanlage der Firma MRS Microrain System wird auch nochmal demontiert. Aber egal, wer keine Arbeit hat, macht sich welche. Ja, ich denke, Even, wir fangen einfach mal an. Yep. Los geht's. Gut, alles ist vorbereitet. Hier sieht man mal, die vorgefertigten Folien sind 8 Stück an der Zahl, so wie hier auf der Zeichnung. Die sind perfekt geschnitten. Passt genau, super nummeriert. Ja, einmal hier geguckt. Ja, alles diese einzelnen Seitenfelder, die großen Felder, ja, hier drin. Ne, schnell mal alles abgebaut. Beleuchtung, Econlux abgebaut. Die Luftbefeuchtung der Firma MRS abgebaut. Dann noch die Belüftungsanlage abgebaut. Gereinigt. Ja, und jetzt werde ich das Ganze hier fein säuberlich einkleben. Und dann wollen wir mal schauen, wie das in der aussieht. Ja, nochmal kurz auf die Werkzeuge. Wie macht man das mit den Folien? Ich sag mal, die kleineren Teile könnte man versuchen, einfach abzuziehen, gerade zu halten. Aber es ist immer schwierig, wenn man sich da verklebt. Also es wird im Prinzip, mischt man sich in einer Sprühflasche etwas Spülwasser an. Also eine leichte Prümischung. Hat dann ein Tuch hinterher noch, um das überschüssige Wasser aufzunehmen. Dann hat man hier so ein Folienrakel, so ein ganz weiches Ding.
Dann sprüht man im Prinzip die Rückseite der Aufkleber sprüht man ein und auch die Platten, wo man es hinkleben will. Dann schiebt man sich das so zurecht und fängt dann mit dem Rakel an, von der Mitte raus das Wasser auszudrücken. Ja, und dann sollte das halten. So, wollen wir mal loslegen. Gut, das haben wir geschafft mit dem Folieren. Im Ganzen, weiß nicht, ob man es erkennen kann, wenn man jetzt von unten so guckt. Ist jetzt so geworden. Sieht, glaube ich, ganz schick aus. Und, ja, hier einmal so drumherum. In der Mitte, da muss ich jetzt gleich wieder alles montieren. Ja, ging relativ zügig, relativ einfach. Ich denke mal, ich montiere jetzt alle Teile wieder, Lampen, Beregnungsanlage, Belüftung und dann schauen wir uns nochmal zum Schlusswort. Ja, so, alles ist wieder montiert. Belüftung, Beleuchtung, Econlux, dann die MRS-Beregnungsanlage, die Belüftungsanlage, alles ist wieder montiert. Ja, ich denke mal, das ist ganz schick geworden. Ja. Passt alles wunderbar zusammen. Jo, ich nehme euch mal mit auf meine Couch. Und da könnt ihr mal sehen, was für einen Blick ich hier habe. Also, so würde ich mich hier hinlegen. Und hier oben sieht man quasi unter das Dschungeldach. Ja, genau so sollte es sein. Dass der hässliche weiße Kasten verschwunden ist von innen. Ja, ich denke mal, wieder mal ein schöner Schritt. Ja, im Bauprojekt. Gut. Und das nächste wird sein hier unten der Bodengrund und dann hinterher die Deko. Ja, also ich sage jetzt mal einfach mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht, guckt euch oben nochmal die Videos an. Hier oben ist nochmal meine Playlist. Da sind alle Schritte nochmal beschrieben. Vergesst nicht, vielleicht ein Like dazulassen, zu abonnieren. Danke schon mal dafür. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.